Leute und willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich hatte es schon länger angekündigt, ich mache heute wieder eine Shopping-Spree, was ich wirklich lange nicht mehr gemacht habe. Ich habe nicht mehr ganz so viele Starcoins übrig und da es mir in den letzten Tagen auch nicht ganz so gut ging, dachte ich mir, das könnte ich echt mal wieder gebrauchen, einfach mal alle Starcoins verballern. Wir haben derzeit auch Doppel-Starcoin-Wochenende, vielleicht hole ich mir ein paar, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es wirklich machen werde, aber das werdet ihr dann noch sehen. Ich habe noch ein paar Sachen zu verkaufen, damit ich 10.000 Jorvik-Schillinge habe. Das mache ich dann schnell und dann kaufen wir die ersten Sachen. Ich bin hier schon am Geburtstag, da ich hier ein paar Sachen kaufen wollte. Also ihr habt mich schon einige Sachen sehr angesprochen. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal die Sachen hier. Das erste, was ich machen wollte, war in den Global Shop zu gehen. Denn mich hat eine Sache sehr angesprochen, wofür ich die 10.000 gebraucht habe. Und zwar gehen wir mal auf Tops und auf Braun. Da sich langsam der Herbst nähert, hätte ich gerne ein paar Sachen, die zum Herbst passen, einfach ein herbstliches Feeling geben. Ich habe hier schon durchgeschaut, ich habe viele Sachen bereits angesprochen. Was ich hier wirklich kaufen wollte, war dieser Umhang, Jackett, genau. Ja, es gab es ja mal kostenlos, glaube ich, und jetzt kostet es 10.000, aber ich werde es mir trotzdem kaufen, da ich es unnormal schön finde, ich es mir sehr gut für den Herbst vorstellen kann. Es kostet halt 150 Starcoins oder 10.000 Schillinge und da ich keine 150 Starcoins auf einmal ausgeben möchte, kaufen wir es mit Jorvik-Schillingen. Ich hatte hier auch weiter durchgeschaut. Ich denke, so ein Pulli hier könnte auch ziemlich gut zum Herbst passen. Aber ich weiß nicht, ob ich dazu eine passende Schabracke oder ein passendes Outfit hätte. Den Pulli finde ich unnormal schön. Er hat leider keine Chumpy-Werte. Aber ich meine, er kostet jetzt auch nicht sehr viel. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir ihn auch mal mit. Der Fuchs ist einfach so unglaublich knuffig. Ich liebe Füchse. Ich hatte mein Leben nur einmal wirklich einen echten Fuchs gesehen, also im Real Life, und das war bei unserem Stall. Da bin ich zur Koppel gelaufen, um meine Reifenteilung abzuholen und auf dem Weg, da lag halt irgendwas. Ich dachte mir so, wäre irgendein Hund, vielleicht ist jemand mit seinem Hund spazieren gegangen und ist gerade auch in die Koppel gegangen. Auf einmal rennt der Hund, den ich dachte, weg und es war auf einmal ein Fuchs. War aber mega cute, das war noch ein ganz kleiner. Ich würde sagen, ich finde jetzt keinen weiteren Top. Es gibt auf jeden Fall noch Satteldecken, die ich haben wollte, auch so ein braun-orange, weil es meiner Meinung nach sehr passend ist. Ich will eine Satteldecke und ich suche bei Satteln. Alles klar, Penelope. Die fand ich ganz schick, aber ich habe mir diese Satteldecke schon so oft angeschaut, aber irgendwie nie gekauft, weil ich denke, vielleicht trage ich sie ja doch nicht so oft. Diese Satteldecke wollte ich auf jeden Fall, die würde dann auch zu meinem Top passen, welche ich gerade gekauft habe. Das war auch vom Geburtstagsquiz, genau. 100 Starcoins, aber wir haben gesagt, wir verballern heute ein bisschen was. Die fand ich auch ganz cool, weiß ich noch nicht, ob ich sie wirklich tragen würde, dann halt auch wieder 100 Starcoins. Meine Frage wäre aber, ob ich dazu auch passende Gamaschen oder Bandagen finde. Wir machen die mal kurz drauf und dann gucken wir bei Dekoration nach. Die passen nicht so gut. Also es sollen auf jeden Fall die passenden Gamaschen sein. Aber irgendwie gefallen mir die nicht ganz so gut. Gibt es vielleicht irgendwas Besseres? Die könnten dazu passen. Halt irgendwie schon, ne? Weil so schwarz-braun passt dazu eigentlich ganz gut. Vielleicht kaufen wir die dann einfach schon mal dazu. Ne, finde ich was Passenderes. Herbstakademia Springgamaschen. Weiß nicht, ich kaufe die jetzt auch noch. Aber ich finde, so perfekt passend sind sie jetzt auch nicht. Die sind eigentlich auch ganz schick. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass ich sie so oft tragen würde. Was Besseres finde ich ansonsten nicht. Ich wollte vielleicht mal ein bisschen in Richtung Orange oder Gelb schauen, was ich da noch so finde. Aber ich glaube, im Global Store werden wir heute nicht ganz so viel finden, habe ich das Gefühl. Die sieht ja ganz herbstlich aus, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sie tragen werde. Muss ich leider ehrlich zugeben. Dann würde ich sagen, gucke ich mir noch mal ein paar Klamotten an. Ich wollte eigentlich noch einen Zylinder haben. Aber vielleicht lasse ich es einfach bei dem, den ich jetzt gerade hier aufhabe. Und zwar das Top hier und dann einmal ein Zylinder wäre ganz praktisch. Der Hut passt jetzt nicht ganz so gut dazu, finde ich. Den Helm will ich, glaube ich, auch nicht ganz so oft anziehen. Der ist mir ein bisschen zu groß. Vielleicht wäre ich auch nicht ganz so fündig. Eigentlich wollte ich jetzt hier alles runterrattern, was es nur gibt. Den Rock hier, die Hose, finde ich auch mega süß. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass ich sowas wirklich tragen würde. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich hätte trotzdem gerne einfach so eine Hose. Einfach, damit ich sie mal habe, dass ich sie anziehen könnte, wenn ich es wollen würde. Ich glaube, dann gehen wir einfach mal direkt zu Beine und dann, ja. Es gibt noch eine in Grau hier oder halt die hier. Weiß ich nicht. Irgendwie kann ich mir keine Outfits gerade damit vorstellen. Ich finde, die Hose hat halt auch etwas, aber für 98 Starcoins. Ich denke nicht, dass ich sie so oft tragen würde. Dafür wäre sie mir wirklich ein bisschen zu teuer. Irgendwie hat auch gefühlt jeder diese Hose hier. Kann ich sagen, wieso, aber mich regt es auch auf, dass sie für den Preis nicht mal Chumpy-Wert hat. Deswegen würde ich sie lieber nicht nehmen. Den Pulli finde ich eigentlich auch ganz schick. Ich würde sagen, den nehmen wir auch noch mit, weil ich mir dazu schon mal ein Outfit im Kopf habe. Und soll ich den kaufen, sehe, dass es den noch ein bisschen günstiger in einer anderen Farbe geben würde. Ich weiß nicht, welche Farbe besser passt. Jetzt bin ich überfordert. Der Pulli ist mir gerade auch sehr ins Auge gesprochen, der gelbe Herbst-Kapuzen-Pullover. Ich meine, wenn er schon Herbst heißt, dann müssen wir ihn kaufen, denn dafür sind wir hier. Noch ein paar Starcoins gehen weg. Ich glaube, ich lande heute noch auf Null. Ich würde sagen, dann war es auch mit den Sachen vom Global Store. Ich wollte ja noch hier die Geburtstagssachen anschauen, da mir ein paar Sachen auch ins Auge gestochen sind. Und zwar dieses Top hier. Oberteil-Duo warmer Herbsttag. Passt wieder sehr gut zu unserem Motto. Deswegen kaufen wir es auch, wenn es 125 Starcoins kostet. Bei der Schapacke bin ich mir unsicher. Ich finde sie eigentlich ganz schick, aber mich stört der weiße Streifen so ein bisschen. Deswegen kann ich es mir nicht ganz so gut vorstellen. Aber ich das Jackett hier wieder mega schön finde.
Aber ich glaube, auch das wird's eher nicht. Ich weiß, dieser Pulli ist knallpink, aber irgendwie das Gefühl, ich brauche ihn. Aber 150 Starcoins sind halt auch wieder so viel und deswegen bin ich mir unsicher. Aber sowas Knalliges, ich glaube, sowas brauchen wir einfach im Schrank. Dann warst du schon mal mit den Sachen hier. Ich wollte noch kurz bei Mel vorbeischauen, denn die hat auch ein paar lustige Sachen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach einen Schnurrbart brauche. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber irgendwie brauche ich den einfach. Welcher sieht am besten aus? Ich denke, der hier könnte es werden. Und vielleicht nehme ich auch noch den mit. Braucht man einfach. Die Clownstars, ich weiß nicht, wofür ich es verwenden werde. Aber einfach, weil sie lustig ist, kommt sie auch mit. Wie unnötig willst du denn Geld verschwenden? Ja. Dann war es eigentlich schon mal mit den Sachen hier in Moorland. Ich wollte noch zu Marlies Farm und zwar da beim Secondhand-Store. Im letzten Update-Video, das ich gemacht habe, habe ich dort nämlich auch ein paar Sachen entdeckt, die mir gefallen haben. Deswegen gehen wir gleich mal dahin. Also einmal hier zur Secondhand-Fashion. Da ist mir dieses Oberteil ins Auge gesprungen. Ich finde es so unglaublich schön. Deswegen darf das jetzt auch mit, auch wenn es keine ganzen Herbst-Vibes gibt. Und mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich auf jeden Fall noch eine braune Trense haben wollte, weil ich von denen echt wenig habe aus irgendeinem Grund. Und so habe ich an die hier gedacht, so ein Hackamore ist es, glaube ich, kann das sein? Hier steht nur haselnussbraunes Zaumzeug. Finde ich trotzdem mega und da ich halt kaum solche Trensen habe, nehme ich jetzt noch mal eine mit. Und da ich für meine Gen 1 und 2 Pferde oder halt einfach Pferde, die anderen Zaumzeuge nicht tragen können, kaum Trensen habe, würde ich die hier auch noch mitnehmen, weil ich die auch ganz schick finde. Ich bin jetzt auch noch im Fehlkopf, denn hier wollte ich auch noch was Bestimmtes kaufen. Und zwar dieses Jackett hier oder die Weste mit Hemd halt in Pink. Da ich dazu auch noch eine Videoidee habe, aber das werde ich noch nicht zu sehr spoilern. Der Zylinder kommt jetzt einfach mal auch mit. Ansonsten spricht mich hier nicht zu sehr an. Ich glaube, hier gab es noch ein paar andere Shops, die man mal auschecken könnte, was es noch so gibt. Na, hier gibt es noch so ein paar Pullis. Ich verstehe nicht, warum der weiße Pulli hier 131 Starcoins kostet und die anderen Pullis hier halt so 74, 94 oder Schillinge. Finde ich auch übertrieben. Ich finde das Lilane eigentlich auch mega. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber weiß ich nicht so genau. Ja, daheim können wir auch nicht auslassen. Ich wollte doch mal bei den Friseuren ein bisschen vorbeischauen, da ich mir noch ein paar Frisuren zulegen möchte. Letzte Zeit ändere ich meine Haare ganz oft. Vielleicht sieht man das in Videos ein bisschen. Aber dann gehen wir mal in den Friseur rein und schauen danach. Kosmetik gab es hier, glaube ich, nichts. Nee. Und dann Friseur. Mich haben halt die Haare hier immer so ein bisschen angesprochen. Und Pink kann man ja eigentlich immer so gebrauchen, denke ich. Bin mir aber noch ein bisschen unsicher. Die fand ich halt auch mega schön, vor allem das Pinke hier. Das ist so süß. Oder im Blau. Fun Fact, ich hatte auch im echten Leben schon blaue Haare gehabt. Nicht nur einmal eigentlich. Die gefallen mir. Aber will ich wirklich solche hellblauen Haare haben? Die fand ich auch sehr schick. Und vor allem die Zöpfchen hier in Pink. Also eigentlich gefällt mir gerade alles hier sehr gut. Ich würde sagen, nehmen wir nochmal die blauen hier mit. Ins Lager schicken, die möchte ich nicht jetzt ausstatten. Die Pinken weiß ich noch nicht ganz so. Ich hätte mir so lange die Pinken hier angeschaut. Ich glaube, die müssen wir jetzt einfach auch mitkaufen. Es gibt hier aber noch einen anderen Friseur und auch noch einen anderen Laden mit Pferdesachen. Da gehen wir jetzt auch mal kurz vorbei. Hier gab es ja, glaube ich, nur überteute Brillen, oder? Ja. Aber die hätte was für die Disco. Aber es wäre so unnötig, jetzt die Brille hier zu... Oh mein Gott, ich brauche sie. Nein! Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich mir die Brille nicht holen sollte, auch wenn ich es mir so gut für die Disco vorstellen kann. Die hat auch was. Das ist ein richtig Disco-tauglich alles. Aber echt richtig teuer. Vor allem die Brille hier. Ich muss nach Hause mal die ersten Sachen hier abladen. So, mein Rucksack ist jetzt wieder schön leer. Also mehr oder weniger. Ich habe immer so viel unnützes Zeug mit. Aber ich glaube, ich brauche dann doch diese einfach knallpinke Brille, weil die hat einfach was. Nehmen wir mal mit und dann gehen wir zum Laden, zu dem ich eigentlich hin wollte. Und zwar hinten im letzten Eck. Okay, hier gab es ja ein paar Pferdesachen. Irgendwie spricht mich die Schabracke so ein bisschen an. Aber ich weiß nicht, ob sie je tragen würde und Champi wertet sie eigentlich auch nicht. Die Bandagen auch mega. Aber 70 Starcoins. Ich weiß ja nicht. Dann komm, wir nehmen es jetzt einfach mal mit, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Rock ist auch ganz schick, aber ich trage halt nie Rücken-Star Stable. Also wirklich nie. Noch nie gemacht. Dann gibt es hier so ein paar Tops. Ich glaube, die sprechen mich ganz so gut an. Die Jacke würde ich sofort nehmen, hätte sie Chumpy-Werte. Gleiche gilt für die hier. Bin ich ein bisschen enttäuscht, sage ich euch ehrlich. Was gab es hier nochmal? Ich könnte so einen Katzenpulli mitnehmen. Ah, sogar ein Kleid. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Ja, wir lassen das mal lieber hier und gehen zum Friseur. Oh, schickes Outfit. Der Katzenpolo war süß. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Nalini. Mega schönes Outfit, falls du das hier jemals sehen solltest. Ich glaube eher nicht. Kosmetik gibt es, glaube ich, nichts, das mich ansprechen könnte. Friseur. Die pinken Haare haben auch etwas. Jetzt habe ich schon pinke Haare gekauft. Oh nein. Oder so ein Lila. Ich weiß nicht. Jetzt gefällt mir alles, was pink ist. Ich finde, die haben halt jeweils auch mega was. Das ist mir vielleicht schon ein bisschen zu bunt. Pink oder blau? Komm, wir nehmen noch was Pinkes mit. So grau spricht mich nicht ganz so sehr an. Ich denke, das war es dann mit den Frisuren für heute. Da ist unser Pferd. Es gibt noch einen Shop in Jarlaheim, den ich gerne auschecken würde. Aber ich glaube, dann war es langsam mit dem Video, bevor ich hier wirklich alles Starcoins verschwende. Gehen mal hier hoch. Genau da lang. Oh. Nicht stehen bleiben. Und zwar finde ich irgendwie diesen Concorde-Pullover mega, mega süß. Kann man von vorne anschauen. Der ist wirklich knuffig. Ich glaube, den nehmen wir mal.
Ich würde sagen, als netten Abschluss holen wir uns noch diese Schabracke hier, da ich mit der ganz schöne Outfits gesehen habe und ich es unbedingt auch haben wollte. Aber dann war es es auch mit dieser Shopping-Tour hier. So, ich habe mich jetzt abholen lassen. Es hat auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht, wieder ein paar Starcoins einfach mal rauszuwerfen. Ich freue mich schon riesig auf das herbstliche Wetter, auf ein paar herbstliche Outfits. Seid ihr auch dann auch schon mal ganz gespannt? Ich bin, um ehrlich zu sein, froh, dass der Sommer vorbei ist. Ich weiß nicht, jeder teilt diese Meinung. Ich bin auf jeden Fall hyped. Dennoch würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, einen wunderschönen Abend. Vielleicht sieht man sich ja beim nächsten Mal wieder. Bye!